Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial von Photographisch. Wie auf meiner Facebook-Fanpage angekündigt, geht es heute um das Thema Sequence Photography. Was genau das ist und wie ihr einen so tollen Effekt wie diesen hier kreieren könnt, zeige ich euch heute. Zunächst einmal das fertige Bild hier. Wir sehen, dass dieses Bild aus mehreren Einzelbildern zusammengesetzt wurde, die in sehr, sehr kurzen Abständen hintereinander aufgenommen wurden. Wichtig hierbei ist es, dass die Kamera eine halbwegs stabile Position einnimmt und dass die Verschlusszeit der Kamera recht kurz gewählt wird, da wir ja die Bewegung einfrieren wollen und eigentlich keine Unschärfe gebrauchen können. In diesem Fall habe ich eine Verschlusszeit von einer 800stel Sekunde, also sehr schnell, gewählt und eine Blende von 6,3. Damit die Fotos bei diesen Einstellungen nicht allzu dunkel werden, habe ich den ISO-Wert noch auf 500 hochgedreht. Je nach Situation und Licht müsst ihr natürlich diese Werte variieren. Wichtig ist nur schnelle Verschlusszeit und fixierte Kameraperspektive. Natürlich müsst ihr eure Kamera auch auf den Serienmodus einstellen. Bei meiner Nikon D7000 bedeutet das 6 Bilder pro Sekunde, die hierfür eigentlich völlig ausreichend sind. Als kleinen Tipp vorab kann ich euch noch sagen, wenn ihr so ein Bild erstellen wollt, dann schießt im besten Fall noch eine Art Hintergrundbild, im Prinzip ein Bild ohne die bewegte Person im Vordergrund hier, sodass ihr ein Bild habt, auf das ihr in eurer Bearbeitung zugreifen könnt. Als ersten Schritt zieht ihr jetzt einfach per Drag-and-Drop-Verfahren eure Einzelbilder auf dieses Hintergrundbild. Wenn ihr dabei die Shift-Taste gedrückt haltet, seht ihr, dass Photoshop das Bild direkt optimal einpasst. Danach können wir unsere Bilder natürlich löschen und wir sehen, dass wir unsere einzelnen Bilder als Ebenen haben. Allerdings muss man sagen, dass durch kleinere Kameraverwacklung, sei es durch Wind, sei es durch Erschütterung oder aber auch durch den Auslöser, die Perspektive nicht 100% stabil ist. Das heißt, wir müssen das in Photoshop ausgleichen. Dafür gibt es eine schöne automatische Funktion. Dafür müssen wir zunächst unsere Hintergrundebene auflösen. Das heißt, wir klicken mit einem Doppelklick in das kleine Thumbnail rein, bestätigen das mit OK. Dann markieren wir alle Ebenen, indem wir mit der Shift-Taste auf die obere Ebene klicken. Gehen dann auf Bearbeiten, Ebenen automatisch ausrichten, bestätigen Auto. Und Photoshop guckt sich nun die einzelnen Ebenen an, erkennt, dass der Inhalt ähnlich ist und richtet die Ebenen perfekt aufeinander aus. Das können wir nun auch gut nachvollziehen, indem wir einfach die einzelnen Ebenen ein- und ausblenden. Und wir sehen, dass sich nichts ändert, bis auf die sich bewegende Person, so wie es sein soll. Nun hat Photoshop noch eine weitere Funktion, mit der die Sequence Photography etwas vereinfacht werden soll. Allerdings halte ich davon nicht so viel, da die Funktion nicht hundertprozentig funktioniert. Ich zeige sie trotzdem. Allerdings werde ich danach euch auch den manuellen Weg zeigen. Dafür markieren wir zunächst wieder alle unsere Ebenen, beziehungsweise unsere Bewegungsebenen. Gehen auf Bearbeiten, Ebenen automatisch überblenden, wählen Bilder stapeln, OK. Und Photoshop guckt sich erneut die einzelnen Ebenen an, erkennt, der Hintergrund bzw. der Vordergrund, der Strand, hat den gleichen Inhalt und sieht, die Person bewegt sich und versucht dementsprechend die Person zu überblenden. Wir sehen allerdings, dass das Resultat von Photoshop nicht ganz hundertprozentig ist. Man sieht, was Photoshop erreichen möchte, es leider aber noch nicht ganz schafft. Daher werden wir jetzt den manuellen Weg gehen. Und der manuelle Weg führt auch unwiderruflich über die Ebenenmasken. Das heißt, wir werden jetzt einmal unsere oberen beiden Ebenen ausblenden, sodass wir nur unsere eine Ebene haben. Dann werden wir eine Ebenenmaske erstellen. Wählen den Pinsel, Vordergrundfarbe schwarz, zoomen etwas hinein und malen im Prinzip die Person so über, dass sie komplett verschwindet. Nun gehen wir wieder auf die Ebenenmaske, invertieren diese, das heißt wir drücken STRG I, sodass wir jetzt quasi weiß zu schwarz und schwarz zu weiß gemacht haben. Das heißt, wir haben jetzt unsere Person relativ begrenzt in diesem Bild drin. Nun können wir wieder mit schwarzer Pinselspitze die Bereiche hinaus löschen, die wir nicht mögen. Können Sie natürlich jederzeit wiederholen, indem wir die weiße Pinselspitze benutzen. Das ist der Vorteil einer Ebenenmaske. Dasselbe tun wir jetzt einfach mit der zweiten Ebene. Das heißt, wir blenden diese wieder ein. Ebenenmaske erstellen, schwarze Pinselspitze. Und malen einfach über die Person rüber.
dass sie komplett verschwindet. Gehen wieder auf die Ebenenmaske. Steuerung I zum Invertieren. Und wir sehen, dass die Person wieder auftaucht. Jetzt sehen wir allerdings, dass wir hier etwas zu viel gemalt haben. Das heißt, wir können wieder mit der schwarzen Pinselspitze, nicht mit der weißen, nicht verwechseln, weil wir haben die Ebene ja wieder invertiert. Wählen eine halb weiche Pinselspitze und malen einfach auf der Ebenenmaske über die Bereiche rüber, die wir wieder haben wollen. Hier beispielsweise das Gesicht natürlich. Dasselbe machen wir im Bereich des Fußes. Ich mache das natürlich wieder etwas schneller fürs Tutorial. Und wir sehen, ich denke, das Prinzip ist jetzt schon klar. Und wenn wir hier hinauszoomen, sehen wir, dass wir den gezielten Effekt jetzt schon erreicht haben. Am dritten Bild kann ich noch etwas anderes demonstrieren. Das blenden wir zunächst ein. Wieder eine Ebenenmaske, schwarze Pinselspitze. Zunächst drüber malen. Ganz schnell geht das. Die Feinheiten können wir, wie gesagt, immer nachher machen. Ebenenmaske invertieren, Steuerung I. Und wir sehen, dass der dritte Sprung im Prinzip, also die dritte Person, jetzt etwas zu sehr über der anderen liegt. Das heißt, das wollen wir nicht. Wir können allerdings dann mit dem Verschieben-Werkzeug im Prinzip einfach etwas weiterziehen. Wir müssen nur darauf achten, dass der Hintergrund im Prinzip hier die Kante gut passt. Und nun können wir wieder mit schwarzer Pinselspitze die Bereiche wiederholen, die uns eben verloren gegangen sind. So, ganz schnell. Ups, das war zu viel. Dank Ebenenmaske kann man den Daumen natürlich wiederholen. So. Bein auch noch ein wenig. Und schon haben wir unseren Sequence Photography Effekt. Wir können natürlich jetzt auch noch mit der Deckkraftwetter spielen. Das finde ich ganz schön, dass wir quasi das, die erste Ebene etwas von der Deckkraft absoften. Bei der zweiten auch, sodass die Deckkraft quasi immer härter wird. So, und schon haben wir im Prinzip unseren Sequence Photography Effekt. Schaut man sich beispielsweise jetzt das gesamte Projekt an, sieht man, dass die einzelnen Schritte, die wir eben getan haben, einfach an mehreren Bildern wiederholt wurden. Und so hat man diesen wirklich tollen Effekt ganz schnell erreicht. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen. Bis zum nächsten Tutorial und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis auf meine Facebook-Fanpage. Der Link steht unten in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal vorbei. Hier gibt es natürlich alle Videotutorials von Photographisch, aber auch Fotoarbeiten und weitere Informationen. Wir sehen uns da. Wiederschauen.